Hier sind die WDR-Regionalnachrichten mit der süßen Hanni von Nanni, nein, Hanni von Heigen. Kommen hier interessante Informationen herein aus unserem beliebten WDR-Kuhfernsehen. Ich sag mal so im Spaß. In Bottrop hat man auf einer Weide eine Kuh gesichtet. Alle unsere Ertragswagenreporter sind vor Ort. Bleiben wir am Apparat. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. WDR ist kein Kuhfernsehen. Wir haben eine sehr interessante und wichtige Nachricht für Sie. Die werde ich Ihnen, Hanni van Heijden, die süße Hanni und Hanni van Heijden, jetzt erzählen. Vielleicht mal so. Also sicherlich, bestimmt sicherlich. Kommt gleich rein. Augenblick. Nee, scheiße. Der falsche Knopf gedrückt hier wieder. Mist. Alter Scheiß. Der abgekackte Scheiß hier. So. Knappen will hier die Evening Raga Ja, komm, laber nicht rum, nun ey. Fang an zu mal. spielen. Nee, die liebe Hanni wird Ihnen jetzt erzählen. Die Nachrichten. Also die Nachrichten sind folgende. Man hat in Bottrop wurde auf einer Weide vor der Stadt eine Kuh gesehen. Das müssen wir uns vorstellen. Unsere sämtlichen Übertragungswagen, alle Reporter sind alle vor Ort. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie mal parat. Ja. Ach so, da ist noch eine andere Nachricht reingekommen. Irgend so eine Kreatur, die Gefahr für die sämtliche Hundepopulation von Märkischen Preis ist gebannt. Und dieser Typ, der sich jetzt 30 Jahre lang irgendwo im Strauchwerk versteckt hat, zwischen Kleingarten, dazwischen eine Hecke und irgendwie vom Klo da zusammengebaut, das Klo. Den haben sie jetzt eigentlich und aus Verkehr gezogen, sodass jetzt jeder unbeschadet, auch in der Dämmerung, wieder mit seinen sämtlichen Flohschaukeln und Bellomatiken herumlaufen kann. Ja, in diesem Sinne. Also ansonsten sage ich Ihnen, liebe Hanni, kapieren Sie schnell und Sie wissen ja, wer schnell schenkt, schenkt doppelt. Hihi, das war die süße Hanni von Hanni und so weiter. Jetzt halten Sie mich hier nicht weiter vom Unwesentlichen ab, ja. Sag ich mal so, noch keine 3 Sekunden.